Ja, wir sind ja heute am Bundesumweltministerium, vertretend für über 120.000 Menschen, die sehr besorgt sind über den Betrieb der belgischen Kernreaktoren in Tihange und in Doel. Das Problem, wenn es dort zum schwerwiegenden Unfall kommt, sind hunderttausende Menschen in den angrenzenden Ländern, unter anderem auch in Deutschland, betroffen. Und deswegen sind wir heute hier, an Bundesumweltministerin Frau Schulze die Forderung zu übergeben, die Brennelemente-Exporte aus Deutschland nach Belgien zu stoppen. Ja, es ist in keinster Weise ersichtlich, warum ein Land, das den Atomausstieg per Gesetz verabschiedet hat, immer noch weltweit unzählige AKW mit Brennstoff versorgt. Heute im Gepäck haben wir eine Rücksendelieferung. Der Bundesregierung werden wir Brennelemente zustellen, die in Belgien aufgrund der massiven Sicherheitsmängel der AKW dort nicht zustellbar sind. Von der Bundesregierung fordern wir, stoppen Sie die Brennelemente-Exporte, insbesondere an marode Altmeiler, und legen Sie die deutschen Atomfabriken in Kronau und Lingen still. Sie passen in keiner Weise zum deutschen Atomausstiegsbeschluss.